Hallo zusammen, wir sind heute in Lieberstein. So nahe am Schloss hatten wir noch nie einen Parkplatz, seht mal. Das ist wirklich super. Und gleich geht's los mit dem Spaziergang. Ich wünsche euch recht viel Vergnügen und danke, dass ihr uns begleitet. Hier hat es noch eine Hundeschule. Aber wir waren ja heute Morgen schon. Also ersparen wir uns das. Und die Buddy, da ist im Moment auch nichts, weil die ist noch geschlossen. Ja, machen wir weiter auf unserem Weg. Das schöne klare Wasser. Einfach wunderbar. Es ist wirklich sehr schön. Wollt ihr schwimmen gehen? Ja. Durst. Wunderschön hier an der Aare. Und so ruhig. Man hört wirklich nur die Natur. Und das Wasser, das ist wirklich so klar. Ich weiß nicht, ob ihr das genau sehen könnt. Und dann wird es hier gleich mal tief. Das ist wunderschön. Auch wie sich die Wolken spiegeln im Wasser. Also, das gefällt mir. Zauberhaft. Okay. Gehen wir weiter, Kali. Come on. Genießt ihr auch diese Aussicht? Ja. Das ist ja toll hier oben. Schöner Blick auf die Aare. Ja. Gehen wir noch ein bisschen den Schlossgarten hoch. Hier hat es jede Menge Christrosen. Schön geschützt und in den Bäumen. Hey. Wundervoll. Da geht es dann mächtig hoch mit den großen Mauern hier. Wow. Gehen wir nur nach vorne zum Feld. Hier hinten der große Parkplatz, der gehört zur Schule. Und
Die haben natürlich auch dort parkiert. Campen ist übrigens hier überall nicht erlaubt. Wow, hier hat es Fliegen. Die genießen alle die Sonne. Nach dem Schnee, den wir hatten. Und hier von hinten, hier oben der Ausblick. Ja, unten ist die Schule, da haben wir ja auch parkiert. Unser Auto steht da unten. Und ja, hier sind da die Hochhäuser oder die Wohnsiedlung von Aarau. Aarau Delhi heißt es, glaube ich. Bin mir da nicht ganz sicher. Und das Kernkraftwerk von Gösgen ist hier auch noch. Mehr wird er durch den Boden schreiten. Diesmal ein bisschen näher da. Und wir gehen jetzt auch wieder runter, weil wir wollen ja noch auf das andere Ufer von der Aare wechseln. Und ja, es gibt nur so ein gewisser Weg vor uns. Ja, jetzt sind wir dann wieder beim Auto und dann fahren wir eine Strecke, weil über die Brücke ist ein bisschen schmal, was ich gesehen habe, und mit den Hunden da zu laufen bei diesem Verkehr nicht unbedingt wirklich das, aber ihr könnt bei uns einsteigen, ihr müsst da nicht selber. Und um die Burg Spaziergang, dann fährt mal so. Ja, aussteigen. Wir sind da. Gut. Blick aufs Schloss. Unser Pudelmobil. Hat noch wenig Leute hier am Mittag. Ich denke, das ändert sich schon. Die wohnen auf der Sonnenseite. Hm? Wunderbar. Also hier sind wir im größten Flussauengebiet zwischen Aarau und Wildegg vom Kanton Aargau. Und es hat hier 10 Kilometer lange Wanderungen oder Wanderwege, die man machen kann, mit Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel hier das Schloss oder natürlich, was hier sehr gefördert wird, wird die Natur. Und es hat hier Laubfrösche, es hat Biber, es hat verschiedene Pflanzenarten, die sich hier wieder richtig entfalten können. Und die Hunde dürfen auch mit, sie müssen einfach an der Leine geführt werden. Schmetterlinge hat es hier. Man würde es nicht denken, dass es vor 2 Tagen noch Schnee hatte. Wenn man jetzt so die Schmetterlinge sieht, hier ist auch ganz hübsch durch den Wald. Sehr schön. Meine Hunde brauchen die jetzt was zu essen, bevor sie die anderen Hunde aufessen. So gierig. So, und Kali. Und Shiban. Ha? Ja. Und Amy.